Wir tun jetzt mehrgleisig ermitteln. Das eine ist der Tatort. Da haben wir morgen natürlich die ganze Spurensicherung durch den kriminaltechnischen Dienst gemacht. Und das andere läuft ermittlungsmässig. Wir tun das Umfeld von dem Opfer jetzt genau abchecken. Bei dem Kosovar wissen wir, dass er keinen Aufenthaltstitel hatte in der Schweiz. Er war aber angelegt wie ein Arbeiter, so Arbeiterhosen mit roten Streifen. Darum gehen wir davon aus, dass er irgendwo geschafft hat.